Hey Leute, schon geht es mit den News weiter. Und zwar ist aus dem Miraculous Ladybug Studio ein Bild in Umlauf gekommen, das wir eventuell noch nicht mal unbedingt sehen sollten. Wenn man hier nämlich sehr dicht ranzoomt, erkennt man die ungerenderte Ansicht des neuen Bean Miraculous Trägers. Wenn es dann alles nochmal richtig gerendert ist, sieht der Charakter natürlich um einiges besser aus. Das, was wir hier sehen, ist noch das unfertige Produkt. Interessant an der Sache ist der Umstand, dass wir im Make-A-Wish-Video von Miraculous Ladybug erfahren haben, dass Chloe nicht länger Queen Bee ist und von einer bisher unbekannten Person abgelöst wird. Interessant deshalb, weil das Mädchen auf diesem Bild Chloe schon ziemlich ähnlich sieht. Da es noch unfertig ist, könnte es natürlich auch jemand anderes sein, aber die Ähnlichkeit ist definitiv da. Das wiederum lässt uns jetzt einige Möglichkeiten. Entweder ist das wirklich einfach nur jemand, der Chloe ähnlich sieht, es ist Chloe aber in einer Folge, die vielleicht in der Zukunft spielt, oder erst später in der kommenden Staffel, wo ihr Ladybug vielleicht wieder verziehen hat, oder es ist Chloe aber in einer neuen akkumatisierten Form. Letzteres sieht aber eher unwahrscheinlich aus, aber wie gesagt, das Bild ist noch unfertig, also kann man es auch nicht ganz ausschließen. Sollte es tatsächlich in der Zukunft spielen oder in einer späteren Folge der Staffel, dann könnte man die offenen Haare eventuell so erklären, dass Hawkmafia bereits Queen Bees wahre Identität kennt und sie deshalb ihr Aussehen etwas verändert, sodass es ihm nicht mehr ganz so leicht fällt, sie zu identifizieren. Mir würde sogar noch eine Möglichkeit einfallen, denn sollte es tatsächlich so bleiben, dann fehlt ihr die Maske über den Augen. Was also vielleicht noch sein könnte, wäre der Umstand, dass es sich um Chloe handelt, die sich lediglich als Queen Bee verkleidet, aber nicht über das Miraculous verfügt. Eventuell versucht sie auch ohne Kwame und ohne Miraculous sich zu beweisen. Mal angenommen, sie bessert ihr Verhalten. Es gäbe auf alle Fälle einige Möglichkeiten. Entweder haben wir hier einen ganz neuen Charakter oder aber Chloe, ob nun in der Zukunft oder tatsächlich einfach nur verkleidet. Wer weiß. Was denkt ihr, wer das hier sein könnte? Wenn ihr neu auf meinem Channel seid, dann lasst gerne ein Abo da, um immer auf den Laufenden zu bleiben. Und wie immer, bis zum nächsten Mal!